Für die, die es nicht gerade sehen, ich bin auf dem Weg zu einem Daedra-Schrein, und zwar den von Vamina. Super, ein Schrein. Das Einzige, was ich verstehen konnte. Daedra-Schrein von Vamina. Kannst du mal... Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber ja, bestimmt Google. Google. Und da gibst du auch... Alter, Google, altes Haus, wie geht's? Google, altes Haus. Google ist böse. Blauer Eisenhut. Ah, Vamina, wo bist du? Nach Westen, wo die Sonne untergeht. Ich reite dem Sonnenuntergang entgegen, ohne Pferd. I was born under wandering star. So, das muss reichen. Lass mich raten, Wolf ist jetzt hinter mir? Ist es? Weiß ich nicht. Ja, ist er. Ach, Wölfchen. Ach, stirb einfach. Und ein Wolf weniger auf der Welt. Super. Und rutsch den Berg hinunter, du kleine Lutsche. Du. So, Vamina. Gib mir bei Google Daedra ein, da kommen ganz komische Bilder. Ganz komisch. Kann ich auch jetzt gerade machen. Ja, mach du das. Mit wem muss ich reden? Mit dir, oder? Also ja, mit mir musst du reden. Seid ihr, der ihr das Haus des Schattens zu betreten wagt. Was wollt ihr von Fürst Vamina? Ich will mit Fürstin Vamina reden. Aber erstmal muss ich dich bestechen, damit du mich mehr magst. Sehr gut, einverstanden. Jetzt beginnt die Welt. Hier huldigen wir Vamina, beten darum, dass sie uns wahre Visionen gibt. Was wollt ihr hier? Ich will mit der Daedra-Fürstin reden. Wenn ihr mit Vamina sprechen wollt, müsst ihr dem Daedra-Fürsten einen schönen, großen, schwarzen Seelenstein anbieten. Oh ja, den habe ich zufällig mit. Geht dann. Vamina... Die Daedra-Fürstin der Träume und Albträume. Hallo, ich bin der Chicken. Wie geht es dir? Seelenstein opfern. Of course, I will. So sehen wir uns also wieder, Fremde. Denn ob ihr es wisst oder nicht, wir haben uns schon einmal gesehen. Wenn ihr im Schlaf redet, dann sprecht ihr zu mir. Wenn ihr schweißgebadet erwacht, habt ihr gerade mein Haus verlassen. Das erklärt einiges von mir. Ich lebe in euren Träumen. Ich ergötze mich an euren Träumen. Nun werdet ihr mir dienen. Oh. Ja, diene Vamina. Der Zauberer Arkwet hat Verminas Kugel aus den Träumen meiner Anhänger entführt und in die wachende Welt gebracht. Reist zu seinem Turm und bringt mir meine Kugel wieder. Aber seid vorsichtig, Sterblicher. In meiner Kugel hat Arkwit mehr gefunden, als er erwartet hatte. Oh ja, das hat er. Jo, alle Leute mit ihren Kugeln da, die wollen alle zu Kugeln. Wieso wollen sie nicht ein Rechteck? Bring mir mal ein Rechteck zurück. Ist doch cooler. Wie? Dann sollen sie Minecraft spielen, da sind genug Rechtecke. Ja, erklär das denen mal im Mittelalter, ne? Wobei, ich kann auch sagen, dass bei denen in der Neuzeit ist. Nee, da gibt's gab's ja GW. Also doch Mittelalter. In der Nähe der Scheißkombo, wo wir hin müssen. Was heißt wir, ich? Ich muss das hier ganz alleine machen. Du musst alleine machen, ich würde auch gerne mithelfen. Erstmal, der Mod funktioniert nicht und zweitens, ich kann nicht mal was sehen. Ich kann nur hören, ich kann nur irgendwie geistig dabei sein. Ich kann nicht nur irgendwie so. Geistig unterstützen. Ist das blind, ne? Zwinker, zwinker. Weil du es erstens noch nie gespielt hast und zweitens, ne? Ich sehe auch nichts. Perfekt. Also, besser kann man blind nicht einsetzen. Eigentlich müsstest du das jetzt spielen. Und zwar in der Situation, wo du gerade bist. Let's play blind Oblivion. Ja, ein blind Let's Play zu Oblivion. Wieso blind? Erstens, weil ich hab's nie gespielt und zweitens, weil ich sehe keinen Scheiß. So machen wir es. Nicht.
kann jemand anders machen. Du kannst mir jetzt nicht sagen, ich komme da nicht hoch. Du kommst da nicht hoch. Aber bin ich ermutigend. Bachan. Fraps in den Hintern treten. Komm her, Fraps. Ich will den Hintern treten. Hat das überhaupt einen Hintern? Und selbst wenn schon, ich möchte es nicht wissen. Okay, was Turm gefunden. Yay, kann ich da reinspringen? Probier's. Eine Sekunde. Schon vorbei. Es will heute nicht zweistellig sein. Naja, egal. So, wo ist der verkackte Eingang? Vorne beim Gebäude. Was ein Gebäude ist. Eingang. Hier ist schon mal ein Tor. Kein Oblivion-Tor, das wird zu böse, overpowered. Schleichen wir uns rein. In die Hallen des Bösen. Böse? Musst du vorsichtig sein, das ist böse! Wenn es böse ist, dann keine Ahnung. Also ich bringe böse Leute eigentlich immer um, aber... weiß ich nicht, wie ein Oblivion ist. Der Typ ist böse, der hat eine Deltra-Fürstin bestohlen. Ja, dann bring ihn denn um. Warum ist der Mann, bin ich eigentlich so konservativ? Der hat einen Tetrafürsten bestohlen, dann bring ihn um. Irgendwelche Scheißbücher, die ich nicht sehe, weil es hier so scheiß und dunkel ist. Warum stehen die Leute alle auf Dunkelheit? Ich hab keine Ahnung, irgendwie fühlen sie sich da so sexy. Vielleicht, weil sie sich selber nicht sehen. Ja, das kann sein. So. Wow. Tür auf. Ist ein bisschen fast wie in Amnesia, nur mit Waffen. Nur mit Waffen. Wie Amnesia, nur anders. Ja, wie Amnesia, nur anders. Was ist das? Das ist ein bisschen falsch rum. Ahnung, ein bisschen, ne? Das Tischlein an der Decke und die Stühle an der Decke. Ja, das ist ein bisschen falsch rum. Wenn ich die Bestecker jetzt mit einem Feuerball bewerfe, fallen die dann runter? Wow, alles fällt runter. Wow. Schwerkraft. Bams. In Slow Motion. World of Schwerkraft. Ja, erzähl das mal den Zuschauern. Hab ich ja gerade, World of Schwerkraft. Tolles Spiel. Gibt's zwar nicht, aber egal. Ja, jetzt gibt es. Das jetzt gibt's. Durch dich und... doch mich. Meinst du, was es noch alles durch dich gegeben hat? Zu viel. Ich sehe einen Flammenatronach. Ich sehe einen Clanfear. Ich sehe meinen Tod. Und ich sehe... das ist normal. Dass man meinen Tod sieht. Ja, ich sehe ihn jeden Tag. Ich sehe immer tote Menschen. Ist jetzt nichts Komisches, finde ich jetzt. Ja. Ach komm, das war doch in dein verdammtes Face-Clan 4. Du kannst den Fall nicht ignorieren. So. Er kann zumindest versuchen. Ja, da sie wieder voll. Oh, der scheiß Flammenatronach hat mich auch gesehen. Was soll das? Wenn ich einen abknalle, sehen das direkt alle, oder wie? Sie sind beide miteinander seelisch verbunden. Hat der andere Sorgen, hat der andere auch Sorgen. Kurz gesagt, sie sind Puzzles. Pussy. Wow, Clan 4. Na los. Gegen mein Shield. Das ist einfach klingt, Entschuldigung. Oh, du bist so ein Clan 4. Wie der da rumschreit, das... ah. My life energy leidet darunter. Great. Not great. You have to take a health drink. Ja, deswegen nehme ich Ausdauer Wiederherstellungstränke. Ich sollte gucken, was ich tue. Ja, das würde ich auch empfehlen. Sie würde da ganz andere Sachen probieren. Ich kann nicht gucken, was ich tue, weil...
klingt so komisch. Tut mir leid. Die deutschen Kampfgeräusche sind einfach nur... Noch zwei! Ich hab noch zwei! Das war knapp! Oh. Go, Chicken, go, 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 Chicken, go, go! Du warst denn fertig? Oder sie, oder es, oder wie? Meine Stimme. Oh, jetzt ist der Clan 4 gestolpert. Er ist gestolpert? Fallen. Warum hast du einen Löffel? Wieso hat er einen Löffel? Der hat einen Löffel im Inventar. Meine verdammte Löffel. Flamma drunter. Und das ist zur Hölle fahre, weil es hier total erstens dunkel ist und zweitens irgendwie verdammt laut. Frapsi ausrastet. Ach, Frapsi. Ist doch nur so eifersüchtig, weil er eine Glatze hat. Jetzt liegt's gegen Glatzköpfige. Das hatte ich in Quatsch, als ich gegen diese Flammenwerferarmee angetreten bin. Glatzköpfige? Egal. Ich meine einfach das Leggy, aber. Ach so. Ich sehe nicht. Ich mach das jetzt anders so. Und gibt's in Oblivion eigentlich keine Fackeln oder verwechsel ich da gerade was? Infravision nennt sich das Vieh. Und was macht dieses Vieh? Das erhält um dich um die Umgebung. Jetzt kann ich im Dunkeln sehen. Nur das Problem ist, jetzt kann man nicht mehr sehen, wo Licht und Schatten ist, was das Schleichen schwieriger gestalten wird. Super. Ich werde jede Menge Spaß mit haben. Jupp, was wärst du? Es geht steil bergab. Die Tiefen der Unendlichkeit. Ah ja, kenne ich schon. Eine Brücke wie in Oblivion. Die Tiefe der Unendlichkeit ist gar nicht so unendlich, wie alle denken. Schwarze Löcher. So nach ein paar Milliarden Kilometern hört sie auf. Ich geh mal hier rechts. Rechts, Entschuldigung. Das unterlasse ich in nächster Gelegenheit. Versuche ich zumindest. 28 Gold und 2 kleine Seelensteine. Super. Hat sich ja super gelohnt. Ist das nix? Meine Fackel. Kann ich die Fackel mitnehmen? Fackel, Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Fackel nicht zu lang. Okay, der wird langsam echt alt. Muss ich dir wohl mit meiner Fliegeklatsche eine klatschen, weil du eine an der Klatsche hast. Der war... Scheiße, ich alle diesen Witze, die aus... Wie soll ich sagen? Sich auf den Kontext ergeben. Gibt zu wenige davon. Den habe ich vorhin noch Markus von Nall gebracht. Ach, ich wollte schon sagen, es ist so Marco-Witz gewesen. Ich habe ihn ja gemacht. Auf Markus Kanal. Nicht Marco auf seinem Kanal. Ach so, ja, trotzdem passt doch so irgendwie zu ihm. Deswegen hat er auf ihn geschrieben. Also ihm jetzt irgendwie so eine Aura in seinem Kanal. Auf seinem Kanal, nicht in seinem. In seinen Videos und auf seinem Kanal. Irgendwie so eine komische Aura. Nicht alle seine Videos sind auf seinem Kanal. Ja, jetzt mal, jetzt im Allgemeinen. Wenn du so drauf bist, dann kommt irgendwie so ein Marco-Gefühl hinein und dann müsst irgendwie so ein Scheiß drauf schreiben, dann kommen solche Sachen heraus. Das sag ich aus Erfahrung. Ja. Nice. Nicht immer aus guten Erfahrungen. Einen großen Seelenstein. Oh, wie nett. Verlorene Halle. Oh nein, ich will nicht verloren gehen. Ich verlaufe mich immer so. Ja, ganz normal. Ich verlaufe mich auch immer in, Ich habe mich sogar mal in einem Bild verlaufen. Was? Wie kann man... ich frag gar nicht mal. Ich lasse einfach so in den Raum stehen. Diese Aussage. Ja.